Moin Leute, hier ist wieder euer Lukasor und damit recht willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends. Heute hier wieder zusammen, wie versprochen, Es gibt mit dem nichts Cusco zu GP. verlieren. Ja, ich dachte eigentlich, dass Funny auch mitmacht, aber ja, er musste um 21 Uhr abends essen. Ja, ist halt so, ne? Kommt vor. Ich Dann ziehe fange ich mal mich auch an. immer um 21 Uhr. Lasse sie Oh, ich habe Casey schon lange nicht mehr gespielt. Du hast gesagt, ich soll mal üben. Könnte ich ihn auf Hydra spielen? tanzen. Nein. Hydra habe ich mit dem noch nie gekauft. Felix ist ein Caster. Ich weiß. Ich fange ich vielleicht mal mit, was fange ich denn mal an? Redbot. Was du top spielst. Malphite. Ja, und was also soll ich da Malphite jetzt? wirst du wahrscheinlich nicht töten können. Ja, Das geh heißt, halt auf letzter Atemzug oder so. Ich müsste auch ein bisschen Recht sustain gehen. Jedes Ja, Netz wo sind denn ein Fest? Meisterstück. Ein Healpot und Ward, ja? Ja. Oder drei Healpots. Ich brauche da wirklich mal Tipps von dir, weil ich spiele Toplane nicht oft. Ich Wir muss es alle verbessern jetzt. müssen Opfer bringen. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ich Und finde, du hast irgendwie gesagt, du wolfst die E? Du hast Was irgendwann mal was gesagt, ich wie du auf das machst. Midlane Level 1 E Wolf, aber auf der Toplane Ja. kannst du auch coole W machen. Ne, W mache ich gar nicht mehr. W finde ich ziemlich sinnlos, halt im letzten Patch, wo er genervt Ja, wurde. reicht für Farm, wenn Und er was Malphite geht's halt zuerst getötet hoch? hat. Q, dann die E. Und dann muss ich gucken, ob halt W oder Ulti. Du hast Meistens aber mal W, gesagt, du also. skillst die E hoch, weißt? Kannst du dich noch entsinnen? Ich hab mal gesagt, Die Q für Vasallen Damage sind E, erschienen. First Evolve, dass ich besser roamen kann. Aber du hast doch mal gesagt, die E macht noch sau viel Schaden, hast du gesagt. Macht sie auch, wenn du es triffst, ne? Aber meistens nutzt sie, um noch ranzukommen. Ich finde da wirklich kacke, dass man die W nicht mehr in der Luft machen kann. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Meine wahre Schönheit kommt von innen. Ja, gut. Ich finde aber Kha'Zix auf Toplane auch gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ohne Scheiß. Er hat aber gesagt, ich soll ihn üben, dann werde ich das tun. Ja, nee, das kann man ja machen. Ich finde aber zum Beispiel Rengar finde ich auf Toplane sehr viel stärker, weil er einfach diesen Nachteil durch die Passiv nicht hat. Er hat immer den gleichen Ja. Damage. Aber du denkst halt an das 1 gegen 1, ne? Ich denke, das ist ein bisschen mehr Teamplay. Ja, okay, das stimmt, ja. Da ist Kha'Zix schon nicht schlecht. Ja, da finde ich ehrlich gesagt aber Rengar besser. Ach, du hast Ist keine das. Ahnung. Ja, nee, haben beide Vor- und Nachteile, passt schon. Gegen Malphite finde ich halt ziemlich schwer. Sollten wir vielleicht mal einen Lanespray probieren, wenn du willst. Hättest du uns. Ja, aber er wird mir ziemlich auf den Sack gehen durch seinen. Durch sein Crew. Ach ja. So gibt's diesmal wenigstens irgendwelche interessanten Themen. Komm, Leute, haut rein. Erzählt. Man braucht nicht immer Themen beim LoL-Spiel. Och ja. Ist halt ein bisschen sympathischer so, ne? Spielst du noch auf Muramana? Ja. Mit Early Game Tiers. Erstes Ich will ein paar Themen haben. Was ist deine Meinung zu homosexuellen? Er gleich, weißt du? Geil. So, was wäre das Blatt? Caitlyn. Ja. Ich kenne den wahren Oh. Weg. Oh, Alter, wie viel Rüstung hat er eigentlich? 47. Ah ja, geht eigentlich noch. Ich dachte, das ist mehr. Wie sehr am Nerven sind die zwei. Oh, Rengar Early ist halt im Jungle schlecht. Außer Counter Jungling. Oh, er hat sein Schild wieder. Mal gucken. Juh, wie schnell die weg waren. Ja, nee, ist klar. Ah, es zieht halt recht wenig gegen ihn, ja. Er sieht halt für knapp 1000 Leben schon. Es ist schon wirklich richtig, richtig viel. Und immer sein Shield dann noch, das nervt schon echt auf die Zeit. Wenn jetzt Rengar Toplane kommt, muss ich auch aufpassen. Aber ich farm halt einfach chillig hier oben. Ich hab 20er Ich Farm. farm einfach und gewinne. Den Spruch gestern fand ich ja so edel, ne? Den fand ich ja so geil. Ah! Also ein bisschen wenig Leben, ist hast du keine Rüstung?
Die ist ja nicht. Achso, doch, er ist hier drin. Ich habe jetzt mein E, als meine Q als erstes gemaxt. Kannst du machen. Kein Problem. Ich kenne den Wagen. Ja, Q mache ich eigentlich auch, ne? Die E bringt ich auch mal, nichts zu maxen, die bringt nur was, die Evolution bringt halt was, aber das Maxen finde ich jetzt nicht so toll, außer vom Cooldown halt. Ich fand ihn halt wirklich früher viel besser. Achtung, Rengar. Muss ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, was Rengar da jetzt will, denkt er, ich bin blind? Oder was denkt er? Mal gucken, ob er noch da ist. Nee. Ja, dann kommt von hinten gleich ganken. mach ich, geh drauf. Das ist ja. Ah, Flash raus. Wir alle müssen Opfer bringen. So, push mal schnell die Lane rein hier. Hallo Rengar! Geh einfach weg oben. Jo. Mein Gott. Sie brauchen Führung. Was hat er vor jetzt hier? Das werden wir nie erfahren. Das ist ein Geheimnis. Bald wird alles vorbei. Ah, okay. Immerhin. Was? Was war das denn? Ich hab meine Stimme ein bisschen verstellt und gut. So. Ach du Scheiße, der hat ein Leben dran. 1000. Meine Kuh macht da prozentual irgendwas, wenn ich mich da nicht täusche. Mensch, die Wolf, da macht irgendwie vom fehlenden Leben prozentual, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Deals Bonus für Physical Damage equal to 8%. Ja, vom so? Fehlenden Leben. Ah, okay. Ja. Aber früher die W halt war. Oh, die W war früher halt wirklich ein Traum, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch einen Traum, wenn du anders spielst als auf Gas. Wenn du den Jungle-Item spielst. Gehst Midlane, dich hochfarmen, gehst immer mal ganken, spielst dich hoch und dann. Halt, ich komme gleich nochmal hoch, ich gehe jetzt gleich kurz weg und dann bin ich oben. Also erstmal ein Blue machen. Nicht, dass wieder wie im letzten Spiel der Blue 5 Minuten steht und nur noch ein Ding da. So, ich gehe eben weg und dann. Immer noch ein Blue-Duster Rush. Das ist eigentlich das Effektivste, denke ich mal. Gut, leiser kannst du sehen. Naja, ich weiß. Töten willst. Hat keinen Sinn gegen ihn. Ich hab keinen Sinn gegen ihn. Er hat keinen Sinn gegen ihn. Das ist einfach zu stark. Ich werde ihnen den Weg. Wir hätten einen Lane-Swap machen können. Fände ich theoretisch jetzt auch noch besser. Und dann kannst das du. Das ist das Problem. Ich hab extra TP dabei, damit ich mal schnell irgendwo roamen kann. Auch mit meiner Ulti. Du spielst ja Ari in der Mitte. Ari will ich überhaupt nicht top oder botlane spielen. LOL. Ist Rengar da drin? Du stehst da auch so ein bisschen blöd. Ne? Ja, ich hab's gerade gemerkt, sorry. Du hast den übrigens, wenn es so mal aufgefallen ist. Der hält halt echt aus, der Typ, ne? Wenn es dir immer noch nicht aufgefallen ist, du hast den Blue. Oh, LOL, wie das denn? Ich hab S gedrückt. Oh, das Spider nicht. Musst du aber aus der Spider-Form rausgehen. Er hat Ulti ready, Ach du Scheiße, Leute. Mach was! Jawohl. Dass der kein Spell macht, verstehe ich überhaupt nicht. Oh, schöner Stun. Jawohl, sehr geil. Was die cool halt drückt, ne, wenn er halt sehr wenig Spell macht, das ist halt durch diesen 8%-Effekt schon echt stark.
Aber dass der Ringer jetzt da kein Spell mehr hatte, weil ich meine, er hatte 4 Ferocity, der eigentlich sein... Ja, der hätte eigentlich gut reinkommen können. Mir wurde erzählt, Tok-chan, dass dieser QW-Bug genervt wurde. Gleichzeitig ist drücken. Das geht überhaupt nicht. Doch, es geht. Doch, das ging. Nein. Wenn doch, es geht. Wenn du QW gleichzeitig drückst, sagen immer alle, ja, es wird beides mit dem Ferocity. Ja, es geht auch. Und das hat der Bestränger EU gesagt. Und der wird's wohl wissen. Weißt du, wenn du Q zuerst drückst, jedes dann hast du halt immer noch ready, ne? Du kannst den W danach noch machen. Musst du mal gucken, vielleicht ist dir nicht aufgefallen. Ich habe deine Videos geschaut, wo du es gemacht hast. Ja. Und da war dein W auf Cooldown dann. Nein, der W ist nicht auf Cooldown. Wenn du beide gleichzeitig. Das ist, Fritz, es ist nur Einbildung, weil du QW gleichzeitig drücken kannst, weil es dann immer noch als ready angezeigt wird, deine Spell dann. Aber es gehen trotzdem beide gleichzeitig zu drücken auf 5 Ferocity. Ja, aber es ist nur eins von den Ferocity, was du zuerst drückst in dieser Millisekunde. Es sind beide mit Ferocity, sonst würdest du dich nicht healen. Du heilst dich und hast eine stärkere Q. Es geht. Du kannst dich gerne mit Bestränger EU unterhalten, wenn du Bock hast. Das würde ich jetzt noch nicht behaupten. Boah, legt der genau da jetzt eine Falle hin, Mose. Ja, aber es ist doch... Man hat's doch selber gesehen in meinen Let's Plays. Dann guckst du dir nochmal an. Du heilst dich gleichzeitig und die Q-Welt verstärkt. Wie erklärst du dir dann, dass ohne Ferocity dann das auf Cooldown ist? Die Q ist nicht auf Cooldown und die W ist nicht auf Cooldown. Oder ist die Q auf Cooldown? Wenn die Q auf Cooldown ist, kann ich dir glauben. Die W war nie auf Cooldown. Die Q war immer... Kann sein, dass die auf Cooldown war. Ich lauf mal hier eben durch die Schreien durch, weil ich's kann. Es hat funktioniert. Wenn es funktioniert hätte, dann wäre es einfach nur Bug-Use gewesen. Ich kann's dir... Es geht! Ja, brauchst du jetzt nicht diskutieren. Du kannst jetzt sagen, es geht, und kannst sagen, es geht nicht, Mann. Du hast eben gesagt, es geht nicht, weil du es gesehen hast. Ja, aber kannst du jetzt noch sagen, es geht oder es geht nicht? Wir können es uns im Let's Play angucken, da wirst du sehen, dass es geht. Ich drück Q, W gleichzeitig und hab danach beides ready, Q und W. Das meintest du doch, dass eins davon nicht ready ist, oder? Boah, sehr schön. Ah. Boah, er kriegt halt wirklich null Schaden rein. Meine wahre Schönheit kommt von innen. Mein Gott, ey. Ach ja. Ja, sicher. Wie viel hat der denn noch, Alter? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe zu spät gemerkt, dass er Ulti gemacht hat. Ah, ich dachte, er macht Ulti jetzt. Ich hatte richtig angesehen, habe mich wieder geflasht. Wie viel Leben hat er noch gehabt? Er hat noch einiges an Leben. Ja, aber er hat kein Mana. Für eine Ulti reicht's noch. Für eine... Nee, nee, die Ulti kostet glaube ich 110. Der hat maximal Mana für eine Kuh. Ja, ich sehe es ab, hab's auch gerade gesehen, aber ich muss weggehen. Ich weiß nicht, ob der Ringer hochkommt. Ja. Fritz. Jo. Kann aber auch Einbildung sein, dass der wirklich hier ist. Wegen Hydra, wenn du dann Kuh machst. Nee, nee, man sieht's, diesen hier. Man sieht den 250er hier. Man sieht's wirklich. Wir können auch gerne einen Custom Gamer machen und das mal wirklich genau angucken. Ja, können wir machen. Aber jetzt haben sie es ja wie gesagt gepatcht, wurde mir gesagt. Wir müssen gucken, ob es geht. Aber in dem Video siehst du halt wirklich, dass es funktioniert hat. Und es kann sein, dass es Bug-Use war. Aber dann war das halt so. Das haben wir genau deswegen vielleicht rausgenommen. Also mir hat vorhin auch einer auf mein Ringer-Let's Play geschrieben, dass das geht. Hier kommen wir mal Flu abholen, Ari. Nein, das ist damit du dir das prüfen. Okay. Das ist immer, wenn Leute einmal Flu anfangen, ja hier Flu und so. Nee, ich hatte nicht angefangen, ich hatte erst gesagt und dann... Nee, jetzt hättest du auch nicht weggehen müssen. Gib dir dein Smite auf. Zack. War ich zu spät? Ich
Ich kann mal Mitte ganken. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Dann, ja Mann, der war epic, oder? Jo, der war epic. Er stand auf einmal hinter mir, der Penner. Hier ist der Malphite. Oh ja. Weg hier, der Ranger kann aus dem Gebüsch kommen. Oh, da ist er schon. Da kann ich leider nicht mehr reingehen, sorry. Ich konnte nicht mal meine E machen. Lustig. Nami, komm doch mal her. Ich spiele aber auch Elise nicht so oft, deswegen bin ich damit nicht so gut. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen testen, ein bisschen üben. LOL. Das ist ein Malphite-Tool, wo von hinten. Jojojo. 8 Sekunden Sprung. LOL, der tankt Turret. Der ist auf jeden Fall tot. Die Boots, Alter, ich liebe es. Alter, was sie nicht drückt, ne, die Q. So, ich gehe mal Richtung Blue. What? Richtung Red. Richtung Baron, Richtung Drake. Richtung Drake, meine ich ja. Ich gehe mal Richtung Jungle. Ja, ich gehe mal, genau. Das war eine Turret. So, Blut, das kostet so viel, dann kostet das andere so viel. Gut, das war jetzt dann brauche ich noch ein bisschen Gold. Kleines bisschen. Ich muss halt einen Streak anfangen. Vor allem nicht weitermachen, sondern damit mit dem Mord. Oh je. Was rage eigentlich bei euch da unten ab? Wie die Gegner aber auch immer genau dann worden, wenn man da irgendwas macht. Spätestens wegkriegen müssen, als Star gewordet wurde. Spätestens Star, die hat dann noch schön gemütlich unser Mutter weggehauen, aber du hast halt weitergemacht. Jedes Netz ein Meisterstück. Dachte er wirklich, ich fight jetzt gegen ihn? Die Botlane verliert aber auch ganz schön, oder? Kann das sein? Ich weiß, was in den Schatten lauert. Oh, geht. Kaufe ich mir Merkurs oder kaufe ich mir Ionische? Sie brauchen. Ich gehe auf Merkurs. Beschwörer hat das Spiel verlassen. Rage Quit. Beschwörer ist zurück im Spiel. Wir alle müssen Opfer bringen. Jetzt habe ich aber deutlich mehr Equip, ne? Ja, ja. Weg hier. Mach alles kaputt. Es ist meine Lane. Ich mach alles viel kaputt. Überall, wo ich Kills hätte machen können, habe ich Minus. Ein Verbündeter. Was machen die denn da unten jetzt schon wieder? Muss ich das jetzt verstehen? Okay, der gibt den wenigstens. Der ist nicht schlecht. Oh, oh. Guck mal, ist aber der ist gut, Platin. Spielt nicht schlecht. 4. Es gibt nichts zu fürchten. War gerade mit dumm von den Gegnern, da zu fighten. Ach ja. Kommt nicht echt die Ulti, oder? Oh mein Gott, natürlich. Stun mich noch. Und ich bin tot. Schön, sehr schön. Auf was ach, ist lol, der Ringer bisschen gefeedet? Könnt ihr mir das mal erzählen? Ach, herzlichen Glückwunsch. Mann, ey. Ich mein erster Death da oben, kam ich nicht mehr weg. Malphite noch die Ulti. Er ist schon wirklich saumäßig tanky, ne? 2,5k? 2,5k, ja, genau. Passt. Ja, Malphite halt, ne? Ich meine nicht Malphite, ich meine den Jungler, den habt ihr ja schon gefeedet.
kann ich mit meinem 5-1 nichts machen. Ich komme jetzt einfach Midlane. Aber wer Dev Top? Ach, ich push erstmal Top nochmal gegen. Muss ich ganz einfach. Der Blue ist ab. Wenn er back geht. Digga, was ist los bei dir? Erinnerst du dich noch an das eine Spiel, wo einer, der sich einfach nicht nehmen. Schaffst du allein, ich mach da nichts. War, wo ich die ganze Zeit umgold, wir verlieren nur. Leute, ihr redet durcheinander, ich verstehe überhaupt nichts. Jetzt könnte. Ach. Kein Bock mehr. Ach du Scheiße! Ach man. Ach, sind sie wieder zusammen, ich kann, ja. Ich kann nichts machen. Ich will nur die Top ein bisschen deep pushen. Ist schon wieder Rengar da. Mann, zweite Def in Folge jetzt. Das wird mir auch mehr. Ich gehe jetzt Mitte. Ich gehe einfach Mitte. Was bringt dir das? Top, den kann ich jetzt nicht weiterbleiben. Wir müssen mal zusammen Mitte gehen. Ja, was bringt uns das? Teamfight? Verlieren wir. Nein, verlieren wir momentan nicht. Wir könnten ihn gewinnen. Besser als jetzt permanent da oben zu verrecken. Du musst halt auch mal als Jungler da deffen und nicht nur da sinnlos jetzt deine Wölfe machen. Ich meine, jetzt ist der Turret weg, aber du hast es halt wichtig. Jetzt kannst du ihn nicht mehr fighten. Du kannst ihn nicht fighten. Hast du es gehört? Ja. Wieso gehst du dann drauf? Warum nicht? Ist doch nichts passiert. Er hat 0 Magie, Resi. Trotzdem kriegt er 0 Damage. Ich muss oben jetzt die pushen schon wieder. Ich habe keinen Bock, gegankt zu werden vom Rengar nochmal. Kann er vielleicht mal mit Kog mal Mitte gehen? Ist das vielleicht mal möglich? Was du? So, jetzt gehe ich weg hier oben. Kein Bock mehr. Wenn ich jetzt nochmal gekillt werde, ne? Dritter Folge. Dritter Def in Folge. Oh. Dritter Folge. Dritter Folge und Def. Ja. Boah. Tisch. Ja. Ich weiß nicht, guck mal. Wieso hast du denn Full Life und stehst nicht drinne? Steffen, was ist denn los? Ich bin gerade erst aus der Base gekommen. Ich war nicht mal dabei. Ich kam gerade hier lang. Ach so. Ja. Ich hätte sonst schon was gemacht. Ich hab meine Top-Lane. Ich hatte 5-1 oder 5-0 hatte ich. Und jetzt dreht's schon wieder durch. Weiß nicht, was los ist hier. Ich habe auch keine Ahnung, das ist irgendwie ein Kack-Game. Soll ja auch mal vorkommen, dass man einfach ein schlechtes Spiel hat, ne? Ja, Rengar ist aber so irgendwie tanky, ich weiß auch nicht. Wir alle müssen. Was? Alter, dieser Lacker, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich ziehe an den Fäden und lasse. Pass auf, jetzt kommt er mit Ulti an. Nein, die will ich schon. 7 Sekunden sind schon längst um. Ja, aber wer sagt denn, dass er sie direkt gemacht hat? Hast du doch gesehen, weil er unsichtbar geworden ist. Achso. Nee, ich habe nicht genau drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, wie viel Leben er hatte, dann war er schon im Busch. Oder halt weg. Ich bin die Ratte, die Minion-Stealer-Ratte auf dem Botlane. Ich kenne den wahren Weg. Du hast einen Jungle, das ist nicht die Mitte. Was, der Drake steht noch? Ja, ich habe die Abgabe mit dem Teleport. Muss ich auch noch machen beim Fliegen. Das ist jetzt aber wieder. Knife halt steht da, wartet auf seine Unterstützung, die macht dann einen schönen Ding.
Einfach weg hier. Es gibt nichts zu fürchten. Alter. Da standen wir jetzt aber beide schlau drin in dem Ding. Lol. Wäre der jetzt weiter reingegangen? Alter, hat immer noch 1000 Leben. Was? Was? Das ist... Was war er denn jetzt? Das ist Dus. Meine Mama ist auch ein Dus. Ich weiß, was in den Schatten lag. Ich auch auf, nur weil ich Bumse bin. Geht auch immer meine Mutter, geht auch immer die Motivation. Und sie muss noch Platin kennen. Früher die Wehhöhle im Flug, ey. Ha, hier, ich werde angeschrieben, wer die Leona ist. Ich kenne die nicht. Alter, wie tanky er nicht baut. Jedes Netz. 1 versus 3 Botlane. Wollen wir diven? Ja, klar. Du weißt nicht, wie viele sind, wenn wir mal treffen. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ich werde Ihnen den Weg zur Gefahr zeigen. Früher die W noch schöner Schaden, jetzt. Die trifft ja wirklich so ein Spell, der trifft ja alles. Ich denke, er geht weiter rein auf der Straße. Oh mein Gott, gut. Richtig geiler Fight. Schon? Was ist mit... Guck mal, was hier... Hat den schön gesaved, oder was? Gut. Hauptsache, Leona schreibt erstmal, das ist los. Das ist los. Ja, schon. Ja, Mann, das ist los. Game ist nie verloren. Was sollen wir denn jetzt... Wer hat denn jetzt weggepinkt? Kann er die Leona sein, oder? Ja. Baron, ja, ja. Kann man gleich hinterher rushen. Wir können gleich Baron machen. Ich kann mal warten, bis seine vorbeikommen und holt es wieder ab, dann slag ich den mit der Feier. Also wir hätten jetzt Baron machen können. Wir hätten mal nicht gleich holen. Wir hätten einfach noch Geld gegeben, wenn wir keinen Baron machen. Wie ist es eigentlich, wenn man mit... Die W kannst du nicht mehr im Flug machen, ne? Springst du auf den Gegner drauf, machst die Q instant oder machst du erst die W? Erst Q und dann W, oder? Sonst wäre es ja sinnlos. Ich ziehe an die W. Ich mach die W. Ich verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich. Wir brauchen... Shutdown. Alter, in 5 Sekunden hätte ich Flash gehabt, weißt du. Mein 2 Ultis. Jetzt ist nicht, aber Caitlyn holt, ne? Caitlyn holt hat getroffen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es geht. Nimm mir erstmal ein Sonja aus hier. Ich war dir. Ich weiß, was in den Schatten lauert.
us let the game flow. Let us let the game flow. Wer hat das geschrieben? Hab ich gesagt. Wir alle müssen verbringen. Jedes Netz. Lol, die Ulti. Ja, was denn? Man muss halt nur wissen, wie man sie countert, ne? Schon. Und natürlich geht der scheiß Tower auf mich. Das war ja klar. Good job. Jawohl, geil. Oh, die konnte nicht mehr Ulti machen, ey, die arme Sau. Jawohl. Richtig geil gespielt zum Schluss. Die Caitlyn ist natürlich, ich finde Caitlyn ist doch gar nicht so schlecht. Hat ja irgendwie mal so eine Phobie vor. Nein. Nein, nein, nein! Alle haben verloren. Nein! Spitzleistung. Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Haben aber auch alle schön Ja gedrückt, ey. Okay, warte mal. Okay, wir gucken mal. Alter. Ich kann nicht mehr. This is loose.